Oppo Find X3 Pro und Oppo Find X2 Pro, viele von euch schwanken zwischen den beiden Handys. Ich kläre in diesem Video die wichtigsten Unterschiede. Ich vergleiche die Unterschiede der Daten von beiden Smartphones in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos bekommt ihr einen Gewinner. In der Beschreibung unter dem Video findet ihr aktuelle Amazon-Bewertungen und Preise zu beiden Produkten. Design. Beim Punkt Design ist das Oppo Find X3 Pro mit 84:83 Punkten haarscharf vorne. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: 14 Gramm leichter, 0,5 mm dünner, 0,4 mm schmaler, 1,6 mm kürzer und 7,1% geringeres Volumen. Bildschirm. Bei der Kategorie Bildschirm ist das Oppo Find X2 Pro mit 93:89 Punkten knapp vorne. Das Oppo Find X3 Pro hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 2,3% höhere Pixeldichte und 1,5% höhere Auflösung. Leistung. In der Kategorie Leistung gewinnt das Oppo Find X2 Pro deutlich mit 92:83 Punkten. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen: 256 GB mehr interner Speicher, hat AES und nutzt HMP. Das Oppo Find X3 Pro hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: hat integriertes LTE, 2 Nanometer kleinere Halbleitergröße, 450 MHz höhere Arbeitsspeichergeschwindigkeit und 10,2 GB pro Sekunde größere Arbeitsspeicherbandbreite. Kameras. Beim Punkt Kameras ist das Oppo Find X3 Pro mit 77:69 Punkten deutlich vorne. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: 6,4% mehr Megapixel der Hauptkamera, hat kontinuierlichen Autofokus bei Videoaufnahmen, es bietet eine manuelle Belichtungssteuerung, es hat einen manuellen Fokus, es bietet eine manuelle Einstellung des Verstärkungswertes und hat einen RGB-LED-Blitz. Das Oppo Find X2 Pro hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 5,6% größere Blende bei minimaler Brennweite, hat einen hintergrundbeleuchteten Sensor, BSI, es hat eine Doppelobjektivkamera und es speichert Fotos auch im Rohdatenformat. Audio. Bei der Kategorie Audio kommen beide Produkte auf 33 Punkte. Es gibt hier keine größer abweichenden Merkmale. Akku. Beim Punkt Akku gewinnt das Oppo Find X3 Pro eindeutig mit 84:64 Punkten. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: 5,6% mehr Akkuleistung, kann kabellos aufgeladen werden und kann andere Geräte kabellos aufladen, Reverse Wireless Charging. Eigenschaften. In der Kategorie Eigenschaften ist das Oppo Find X3 Pro mit 93:84 Punkten deutlich vorne. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: 3,8-fach schnellere Downloads, ist von der Digital Living Network Alliance zertifiziert, 0,1 Versionspunkte neuere Bluetooth-Version, 10-fach schnellere Uploads, unterstützt ANT+, und hat Bluetooth aptX. Ergebnis. In der Gesamtwertung liegt das Oppo Find X3 Pro mit 89 sehr knapp vor dem Oppo Find X2 Pro mit 87 Punkten. Für aktuelle Preise und Erfahrungsberichte auf Amazon könnt ihr einfach auf den Link in der Beschreibung unten klicken. Falls euch dieser Vergleich auf Basis von Produkteigenschaften gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Schreibt auch gerne, für welches Produkt ihr euch entschieden habt und warum. Ich freue mich über jeden Like. Um über neue Vergleiche informiert zu werden, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.